Seit dieser Woche gehört Torhüter Moritz Nikolas zum Kader der Viktoria. Der 23-Jährige erzählt, wie es zu dem Wechsel kam. Ja, nach unserem Spiel ist der Kontakt relativ zügig zustande gekommen, nach der Verletzung von Sebastian Mielitz. Und dann hat man sich ausgetauscht und hat schnell gemerkt, dass es passt. Nach der Verletzung von Stammkeeper Sebastian Mielitz hofft er natürlich auf Einsatzzeiten. Klar, also ich glaube, das spreche ich für jeden Spieler. Jeder Spieler will so viel spielen wie möglich. Und klar, mein Anspruch ist natürlich, hier möglichst viele Spiele zu sammeln. Viktoria Sportvorstand Franz Wunderlich setzt großes Vertrauen in die Fertigkeiten von Nikolas. Ja, ich glaube einfach, das war zum einen jetzt auch ein Glücksgriff für uns. Wie gesagt, wir haben am Wochenende ja gegeneinander gespielt. Wir waren schon mal in der Vergangenheit an Moritz interessiert. Allerdings waren wir da noch ein Teil der Regionalliga. Wir haben ja auch schon gegeneinander gespielt, gegen die U21 von Borussia Mönchengladbach. Das war dann leider nie zustande gekommen. So ist das jetzt durch die Situation, durch die Tragik von Miele. Sind wir natürlich froh, ist das, glaube ich, auch eine gute Win-Win-Situation. Wir müssen uns auch bei Borussia Mönchengladbach bedanken, die uns da total entgegengekommen sind und diesen Deal auch so schnell über die Bühne bringen konnten. Ich glaube, wir sind froh, einen jungen Torhüter zu haben, der trotzdem über ein unfassbares Potenzial verfügt. Man sieht ja auch, dass Gladbach ihn auch nur ausleihen wollte oder möchte, weil sie von ihm überzeugt sind. Trotz seines jungen Alters bringt er schon Erfahrung genug mit. Ein sehr souveräner, ruhiger, abgeklärter Torhüter, der uns mit Sicherheit auf der Position, die ja extrem wichtig ist, auch nochmal genügend Rückhalt gibt, sodass wir ganz beruhigt, was die Torhüterposition betrifft, auch jetzt in die Saison gehen können, nach der schweren Verletzung von Miele.